Hier ist der YouTube-Kanal Shipmax mit den Cruise News. Guten Abend, liebe Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zu den Cruise News. Am 31. Mai hat AIDA Cruises den Namen seines 13. Kreuzfahrtschiffes bekannt gegeben. AIDA Nova wird das neue Flaggschiff heißen. Und die besondere Neuerung ist, dass es komplett mit Flüssigerdgas betrieben werden kann, wenn die Häfen denn Flüssigerdgas tanken können. Und das kommt der Umwelt und der Gesundheit der Passagiere sehr zugute. Ab Dezember 2018 ist sie auf Kanarenkreuzfahrten unterwegs, von bis Gran Canaria oder Teneriffa. Und genannt wird sie genau mein Urlaub. Ebenfalls am 31. Mai wurde bei der Flaggenzeremonie der MSC Meraviglia die Bestellung von 9 Kreuzfahrtschiffen von SDX für MSC bestätigt und selbst der französische Präsident und Umweltminister war anwesend. Mit 330 Metern Länge, 47 Metern Breite und einer Bruttoraumzahl von 200.000 befördern sie 6.850 Passagiere, was der höchsten Passagierkapazität auf einem Kreuzfahrtschiff insgesamt entsprechen würde. Ebenfalls wie die AIDA Nova verfügen sie jetzt auch über LNG-angetriebene Motoren und im Gegensatz zu den vorherigen MSC-Schiffen über ein neues Wasseraufbereitungssystem. Das neue Design der Schiffe, das man hier hinter mir sieht, soll zu einem schöneren Meerblick, mehr Balkonkabinen und einem ruhigeren Fahren beitragen. Spannende Neubauten bisher, würde ich sagen, und auch TUI Cruises ist natürlich wieder mit einem neuen Kreuzfahrtschiff am Start, und zwar werden sie 2018 die alte Mein Schiff 1 ersetzen, und zwar wird die neue Mein Schiff 1 eine Länge von 315 Metern haben, 35 Metern Breite und das Personen-zu-Raum-Verhältnis von 40 Quadratmetern wird gleich bleiben, aber das Crew-zu-Passagier-Verhältnis wird etwas geringer. Natürlich wird wie jedes Jahr das Wohlfühlkonzept von TUI Cruises beibehalten und die alte Mein Schiff 2 wird dann auch irgendwann durch eine neue ersetzt. Aber leider hat TUI Cruises immer noch nicht angekündigt, dass sie irgendwann LNG-angetriebene Motoren in ihren neuen Schiffen verbauen möchten. Und deswegen habe ich mich mal mit dem Mein Schiff Umweltteam in Verbindung gesetzt, um zu fragen, ob sie in Neubauten planen, irgendwann auch mal so wie die anderen Reedereien LNG-betriebene Motoren zu verwenden. Und dann werde ich euch die Antwort von TUI Cruises in einem nächsten Video berichten. Bevor ich euch von dem letzten Schiff in dieser Ausgabe erzähle, bekommt ihr jetzt erstmal die neuesten Kreuzfahrtzahlen. Und zwar hat der deutsche Hochseekreuzfahrtmarkt im letzten Jahr einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro gemacht. Im Jahr 2015 waren es erst noch 2,9 Milliarden. Durchschnittlich gibt ein Deutscher für eine Hochseekreuzfahrt 1.675 Euro aus. 436.000 Deutsche haben eine Flusskreuzfahrt gemacht, auf der sie durchschnittlich 1.030 Euro ausgeben. Und während TUI Cruises einen Umsatz von 296 Millionen Euro gemacht hat, hat AIDA sogar einen Umsatz von 1.500 gemacht. Und wie versprochen noch eine letzte Planung, und zwar werden 2019 und 20 zwei neue Costa-Kreuzfahrtschiffe fertiggestellt sein. Und diese werden auch wie die anderen in meiner Liste, außer die neue Mein Schiff 1, mit LNG betrieben werden. Das finde ich auch, wie gesagt, einfach nur super. Und diese werden dann etwas kleiner als die zukünftigen MSC-Schiffe. Und zwar nicht ganze 200.000 BRZ, sondern nur 180.000. Und können dann somit 250 Passagiere weniger befördern, sprich 6.600. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den... Okay, Spaß, das waren dann auch meine Cruise News für diese Ausgabe. Schreibt doch einfach mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr dieses neue Format findet. Oder nehmt da oben an dieser Abstimmung teil, wo ihr einfach nur eure Antwort antippen müsst. Ich bedanke mich für euer freundliches Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Abend und sage bis dahin, tschüss!